Er hat es wieder einmal getan, gemeint ist Fed-Chef Jerome Powell, der die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen wieder geschürt hat, die Märkte euphorisiert. Nur der US-Dollar, der mag irgendwie nicht fallen. Eigentlich müsste er ja fallen, wenn Jerome Powell uns sagt, ich werde die Zinsen bald senken. Aber das Gegenteil passiert, der Dollar wird immer stärker. Darin liegt wahrscheinlich eine Botschaft, meine Damen und Herren. Und diese Botschaft lautet, die Inflation in den USA, die wird nicht fallen, sondern weiter steigen. Das ist die erste Botschaft. Und die zweite Botschaft ist, die Zinsen werden deutlich weniger oder gar nicht sinken in 2024, anders als die US-Aktien. Märkte das erwarten. Schauen wir uns mal die aktuelle Gemengelage an in dieser verkürzten Handelswoche, in der paradoxerweise die beiden wichtigsten Ereignisse auf den Freitag fallen, also auf den Karfreitag. Der ist Feiertag. Das heißt, wir werden an diesem Tag nicht reagieren können, sondern die Amerikaner erst am Montag, dann am Ostermontag. Aber nochmal zurück zu dem Jerome Burns, wie er inzwischen auch genannt hat, gemeint ist der Fed-Chef Powell. Dezember 2023 hatte er ja überraschenderweise gesagt, und wir haben über Zinssenkungen gesprochen, nachdem er wenige Tage vorher gesagt hat, es wäre viel zu früh, über Zinssenkungen zu sprechen. Jetzt wieder, trotz höherer Inflationsdaten, ein sehr dovisches Statement und ganz, ganz ähnliche Kursbewegungen wie damals im Dezember 2023, jetzt in der letzten Handelswoche. Es war die beste Handelswoche bisher für den S&P 500. Dank eben diesem guten Jerome Powell, der unbedingt die Zinsen senken will, auch wenn es vielleicht die Situation gar nicht hergibt. Schauen wir uns mal hier diese Zinssenkungserwartungen an. Wir hatten ja permanent rückläufige Zinssenkungserwartungen. Jetzt gehen sie wieder mit Powell nach oben. Das heißt, man erwartet doch etwas mehr Zinssenkungen. Und Goldman Sachs sagt, also der S&P 500, der handelt 450 Punkte über dem Stand im Januar. Damals hat man noch 7 Zinssenkungen erwartet. Jetzt erwartet man 3, aber der S&P 500 ist dennoch 450 Punkte höher. Das ist durchaus bemerkenswert, und hier ist der vielleicht entscheidende Grund, warum es so sein wird oder wahrscheinlich so sein wird, was uns der Dollar hier an Botschaft vermittelt, nämlich die Financial Conditions, die werden immer lockerer, und wir sehen, dass die Inflation, das ist hier hellblau, CPI, dass die normalerweise diesen Financial Conditions folgt. Wir sehen also immer laxere Financial Conditions, dementsprechend die Wahrscheinlichkeit immer höher, dass wir höhere Inflationsdaten sehen werden, wie hier Andreas Steno Larsen richtig zeigt. No cuts from the Fed this year, but from everyone else. Also es kann durchaus sein, dass die anderen, wie zum Beispiel die EZB, deutlich die Zinsen senken müssen. Wegen ihrer schwachen Wirtschaft und auch einer geringeren Inflation in den USA ist das nicht der Fall. Die Wirtschaft deutlich stärker und vor allem die Inflationsdynamik deutlich stärker. Weswegen der Dollar jetzt schon mal das Signal gibt, so viel wird es nicht mit den Zinssenkungen. Und wir sehen, die Inflationserwartungen steigen, wenn eben die Finanzkonditionen sich lockern. Logisch würde ich auch erwarten, wenn die Finanzkonditionen sich lockern, dann entsteht Nachfrage. Nachfrage gibt den Unternehmen die Chance, die Preise anzuheben und hier ihre gestiegenen Kosten auf die Konsumenten umzuwälzen. Und gestiegene Kosten sehen wir derzeit vor allem eben im Energiesektor. Hier mal die Großhandelspreise, die schon deutlich weiter nach oben geschossen sind. Es ist immer nur eine Frage der Zeit, wann diese Großhandelspreise dann an die Tankstellen in den USA kommt. Wir sehen aber auch so schon einen klaren Aufwärtstrend, höchste Stände seit Oktober, was die US-Benzinpreise betrifft. Wir bekommen heute neue Daten hier dazu. Und die dürften zeigen, dass die Spritpreise in den USA weiter steigen. Das heißt also, dass wir hier Inflationsdruck sehen werden von dieser Seite. Und hier sehen wir den Druck beim US-Dollar, der in so einer bullischen fallenden Wedge zunächst mal war, aber da ganz klar ausgebrochen ist. Wir sind hier jetzt auf dem höchsten Stand seit Mitte Februar. Und meine Erklärung dafür ist, wie gesagt, dass die Fed weniger als andere Notenbanken die Zinsen senken wird. Ich hatte es eingangs gesagt, wir haben die paradoxe Situation, dass die wichtigsten Daten, die wichtigsten Ereignisse dieser Woche an einem Tag kommen, wo nicht gehandelt wird, nämlich Karfreitag. Wir haben A, die PCE-Inflationsdaten, die sind aus dem Februar
Ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen her, der Februar, aber gut. Und vor allem, wir haben Aussagen von Jerome Powell bei einer Diskussion in San Francisco. Da geht es um Macroeconomics and Monetary Policy. Also da geht es durchaus auch um Geldpolitik. Da geht es durchaus also um die Dinge, die die Märkte dann bewegen können. Ansonsten eher Daten aus der zweiten Reihe. Wir haben hier das Bruttoinlandsprodukt, aber das ist, soweit ich weiß, die zweite oder dritte Veröffentlichung schon. Ansonsten ist da nicht viel in dieser verkürzten Handelswoche und hier jetzt immer mehr Ökonomen, die sagen, die Fed macht einen riesigen Fehler, indem sie eben so dovisch daherredet, damit die Finanzkonditionen lockert, dann wiederum gezwungen ist, weil diese Finanzkonditionen Nachfrage schüren und damit die Inflation letztendlich ihren Ton zu verändern. Es wäre besser gewesen, vorsichtiger zu sein. So hier ein Analyst auf CNBC, denn Powell sorgt dafür, dass der Inflationsdruck wieder steigt und die Fed wahrscheinlich dann eine hawkische Wende wieder machen muss. Und siehe da, die passiert schon. Wir haben jetzt hier Bostic mit neuen Aussagen, der sagt, also ich gehe jetzt nur noch von einer Zinssenkung in diesem Jahr aus. Denn er ist less confident about inflation path, also er ist weniger sicher, dass die Inflation deutlich zurückgeht. Und Paul hat ja eigentlich jeder Form von Data Dependence, von Datenabhängigkeit eine Absage erteilt, indem er gesagt hat, ja, Inflation ein bisschen rauf, aber ja, nehmen wir jetzt mal nicht so ernst. Wir wollen die Zinsen senken. Bin gespannt, ob er das durchhalten kann. Und dann kamen eben auch noch diese Daten hier letzte Woche von den Einkaufsmanager-Indizes mit einem starken Inflationsdruck. Und wir haben auch Schwäche gesehen bei den Dienstleistern, der eben auch aufgrund des Kostendrucks entstanden ist, wie es hier in diesen Kommentaren dazu heißt. Die Löhne sind deutlich gestiegen, Energiekosten sind deutlich gestiegen. Das alles drückt auf die Margen. Deswegen fangen die Firmen wieder deutlich an, die Preise zu erhöhen, weil sie eben gezwungen sind dazu. Gleichzeitig geht das auch wieder, weil die Reallöhne gestiegen sind in den USA, also die inflationsbereinigten Löhne. Das ist das zum Thema Dollar, Fed und was da wahrscheinlich kommen wird. Die Aktienmärkte euphorisch. Und wir sehen hier mal die Zuflüsse in die US-Aktienmärkte. Es gibt ja 11 Sektoren im S&P 500. In 9 von 11 gab es Abflüsse, nur in Technology riesige Zuflüsse und wir haben noch Zuflüsse in Industrials, ganz leichte Zuflüsse gesehen, ansonsten ist da Geld abgeflossen, also es ist dieser Tech-Markt, wir sehen hier die Shortquote sowohl im SPY als auch im Triple Q, also Leute, die sozusagen Absicherungspositionen haben, Short sind oder eben denken, es geht nach unten, da sind wir so niedrig wie seit Jahren nicht mehr. Wir sehen die Stimmung bei Börsenbriefen, Investor Intelligence, auf Niveaus, wie wir sie selten hatten in den letzten Jahren. Wir sehen, die Small Speculators sind all in. Die sagen, es kann nur nach oben gehen. Wir sehen die CTAs, die Vermögensverwalter, die auch all in sind. Und all das geht so lange gut, bis es eben nicht mehr gut geht. Das heißt, wenn was nach unten kommt, dann werden diese CTAs verkaufen müssen. Dann werden wir eine Kaskade sehen wahrscheinlich von Positionsverkäufen, die dann wiederum Stop-Losse nach sich ziehen von anderen etc. Es braucht nur eben diesen Trigger. Bisher ist dieser Trigger nicht da. Bisher gibt es eben dieses Argument nicht, aber der Markt, der ist schon, ich sag mal, auf dünnem Eis unterwegs und es muss irgendwo eben das Eis brechen und schon dürfte da ein bisschen Panik am Start sein. Wir sehen hier die Tech-Aktien in Relation zum S&P 500 auf Allzeithoch, also totale Verklumpung sozusagen der Märkte derzeit, während die Insider sehr, sehr stark verkaufen, so stark wie in den letzten 3 Jahren nicht mehr. Also diejenigen, die nah dran sind, die sind da vielleicht etwas weniger euphorisch. Und dann kriegen wir solche Meldungen wie jetzt, dass China wohl Intel und AMD-Chips aus Regierungsrechnern oder Government-Computers verbannt.
Also hier sagt, wir wollen möglichst wenig hier amerikanische Chips mit verbauen. Das ist die Frage, wie weit das diese Konzerne kratzen wird. Wir sehen aber, dass AMD schon seit längerer Zeit schwach ist. Schauen wir uns mal an, wie Intel heute laufen wird. Ob das einen Einfluss haben wird, diese Meldung vom Wochenende, jetzt auf das Geschehen im Tech-Bereich. Europa, by the way, hat hier Käufer gefunden. Wie Goldman Sachs hier sagt, man ist mehr und mehr übergewichtet in Europa in Relation zum ACWI, also dem Weltleit-ETF, wenn man so will, der die ganze Welt abbildet. Also es ist Europa wieder sexy. Man spielt eine Erholung, hofft, dass diese Dinge sich in Europa besser entwickeln. Man hat ein bisschen Hoffnung jetzt bekommen durch den IFO-Index. Mal sehen, ob sich die bestätigt. Stützt die Notenbank die beiden Regierungen? Ja, natürlich tut sie das. Janet Yellen tut das ihrige. Jerome Paul muss offenkundig nach der Pfeife von der guten Janet tanzen. Was da genau los ist, welche Hintergründe, was zu beachten ist, auch in dieser Handelswoche. Erste Empfehlung, meine Damen und Herren. Und die zweite und letzte Empfehlung, Gold und Öl werden von sinkenden Zinsen profitieren. Ist eben nur die Frage, wie viel sinken die Zinsen wirklich? Speziell im Dollarraum, im Euroraum kann ich mir auch vorstellen, dass die Zinsen deutlicher sinken wegen der Schwäche der Wirtschaft. Also diese beiden Empfehlungen, ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.